Servus meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen hier zum lang ersehnten City Skylines Projekt. Es hat ein bisschen auf sich warten lassen, es tut mir wirklich leid, aber jetzt geht's endlich los mit meinem 5-Städte-Konzept. Ja, daran hat sich nichts geändert, das habe ich ja etwas ausgearbeitet, habe ja die Mods so ein bisschen angepasst, habe halt geguckt, dass ich verschiedene Spielstände habe, dass ich halt die Mods einfach im Menü laden kann. Da gab es zum Glück auch eine Mod für. Ja, und jetzt beginnt das Ganze. Hier im Hintergrund seht ihr die amerikanische Stadt, also im amerikanischen Stil, deswegen auch die Straßen und ich glaube die Ampeln sind amerikanisch, die Schilder habe ich nicht hinbekommen, die hat nicht so ganz funktioniert, die Mod. Da muss ich nochmal schauen, ob das vielleicht im Laufe der Zeit funktioniert. Auf jeden Fall ist es meine kleine amerikanische Stadt, jetzt nicht irgendwie originalgetreu irgendwo nachgebildet, sondern einfach so frei aus dem Kopf raus, was mir gerade so einfällt, was ich umsetzen möchte oder was ich versuchen möchte umzusetzen. Und wie ihr hier seht, beginnt das Ganze so mit so einem kleinen Highway, der ein bisschen tiefer verläuft, was alles noch nicht fertig ist. Aber ich habe da einfach gedacht, ich mache da so einen Kanal durch und setze da oder mache da die Autobahn runter. Ihr seht schon, mit diesem Geländetool bin ich jetzt nicht der übelste Profi. Ich komme damit nicht so ganz zurecht, da muss ich erstmal ein bisschen reinkommen. Ja, ich möchte die erste Folge aber dazu nutzen, dass wir ein bisschen über das Konzept reden, bevor ich dann aufs Video eingehe, weil ich glaube, die erste Folge sehen die meisten Leute, weil sie einfach gucken wollen, interessiert mich das oder wäre das was für mich oder wäre das nichts für mich. Deswegen möchte ich das einfach hier nochmal kurz vorstellen, das werde ich auch nur einmalig machen und ja. 5-Teile-Idee ist oder 5-Städte-Idee ist einfach, ich baue 5 verschiedene Städte auf mit unterschiedlichen, wie soll man das nennen? Als Beispiel, die erste Idee ist das Urlaubsgebiet, da baue ich viel mit Tourismus, viele Casinos, viele Verkehrsmittel, weil es einfach dazu passt, zum Tourismus halt auch die Verkehrsmittel zu machen und darauf spezialisiere ich mich in dieser Stadt. In der amerikanischen Stadt ist es so, da baue ich viel mit geraden Straßen, wie ihr es ja im Hintergrund seht, das baue ich ja bewusst so, weil das einfach, finde ich, auch gut dazu passt. Also viele gerade Straßen und viel Büro. Gerade Straßen heißt jetzt für mich nicht, dass ich Schachbrettmuster baue. Aber ich möchte einfach mal versuchen, so ein bisschen sowas zu machen. Ich habe ja sonst immer viel mit Kurven gearbeitet. Und ich dachte mir, hey cool, wir könnten es einfach mal probieren, wie das ist, wenn man ein bisschen oder viel mit geraden Straßen baut. Wenn man einfach ordentlich baut auch. Ja, die nächste Idee ist ein ländliches Gebiet, da habe ich auch schon die Karte drauf angepasst, so ein bisschen, man kann ja mit Hilfe so einem Tool, kann man ja die Ressourcen anpassen, habe ich auch eine schöne Karte ausgewählt, da ist halt viel mit Agrar, Forstwirtschaft eben und halt Green Cities, habe ich mir gedacht, wäre für die Städte ganz schön, wenn man da mit Green Cities halt auch arbeitet und dann halt außerhalb viel mit, ja auch Forstwirtschaft oder halt eben Agrar, weil das einfach, weil ich das einfach auch selten selbst so gemacht habe. Und das nächste ist die europäische Stadt. Die wird halt im europäischen Stil aufgebaut. Da wird es halt dann die deutschen Straßen geben. Also in dieser Mod waren amerikanische Straßen, Vanilla und eben die deutschen Straßen. Und deswegen dachte ich, komm, baust du da einfach so, nennen wir es mal europäischen Stil. Und wird dann halt so mit deutschen Straßen, also eher deutsch gehalten, die Karte. Obwohl man sagen muss, dass die Karte selbst nicht in Deutschland ist. Das müsste, glaube ich, Österreich sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich fand die einfach zu cool. Und da ich ja jetzt nicht wirklich komplett dem Realismus getreu was nachbilden möchte mit meinen Städten, sondern die einfach frei aus dem Kopf entstehen, habe ich mir gedacht, okay, muss das nicht alles übereinstimmen. Und ich probiere so ein bisschen dran, mich zu orientieren, auch hier mit den amerikanischen Straßen. Aber sonst können auch deutsche Straßen auf einer österreichischen Map dann irgendwie gebaut werden. So, das war für mich jetzt nicht so unbedingt wichtig, sondern da, habe ich mir gedacht, okay, das kann man auf jeden Fall so machen. Also ich denke mal, das stört euch ja nicht, oder? Dann geht es weiter mit der letzten, und zwar einer Industriestadt. Da baue ich sehr, sehr viel mit Industrie, mit Öl, mit Erzen, weil ich das auch mal vermehrt bauen möchte. Da wird es auch eine Stadt natürlich zugeben. Und ja, aber da will ich mich halt komplett auf die Industrie konzentrieren. So, das Ganze, was hier aufgebaut ist, es soll, wie soll man das beschreiben?
soll so ein bisschen an Cities XXL damals ranreichen. Und zwar war es dort ja so, dass man verschiedene Städte aufbauen konnte und in diesen Städten konnte man miteinander handeln und musste in der einen Stadt dann weniger von den Ressourcen bauen als in der anderen. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool, muss ich zugeben, weil man dann eben jetzt nicht gebunden war, immer das Gleiche zu bauen. So, du weißt hier am Anfang, wie man es hier aussieht, ich baue oder ich weise jetzt gerade Gebiete aus, wir fangen halt an mit Wohngebieten, mit ein bisschen Gewerbe, aber natürlich wissen wir auch für den Anfang, wir brauchen auf jeden Fall auch Industrie. Da wird es erstmal jetzt kein wunderschönes Gebiet geben, das wird einfach so nebenbei gebaut, wird auch wieder abgerissen und werde ich natürlich dann noch schöner bauen. Aber, ja, man weiß, okay, man muss auch Industrie bauen und in diesen Städten möchte ich halt den Anfang, der wird wahrscheinlich immer so ein bisschen ähnlich sein, bis auf den Aufbau, aber dann im späteren Verlauf, wenn ich mal gut Geld verdiene, dann wird es eben auch so sein, dass ich hingehe und Industrie auch wieder abreiße und dafür sind halt diese 5 Städte da, also die Industriestadt ist für die Industrie da, da werde ich halt viel Industrie bauen, währenddessen in den anderen Städten da weniger gebaut wird. Genauso wie bei Agrar- oder Forstwirtschaft werde ich in dieser einen Stadt viel bauen und in den anderen Städten halt dann eher weniger. Und so ist es halt bei allen Sachen von diesem Konzept, dass ich halt, gut, jetzt bei so einer amerikanischen Stadt, da wird halt Bürogebiete sein, was ich jetzt in anderen Städten dann weniger bauen werde. Klar muss ich immer schauen, natürlich wird es von allem überall was geben, ganz klar, weil ich ja jetzt nicht hingehen kann und ohne was Komplettes erstmal auskommen kann, weil ich ja auch irgendwie Geld verdienen muss. Und wenn Industrie und Büro wegfällt, dann habe ich ein großes Problem, sondern das kann ich halt nicht machen. Also dadurch, dass ich die dass die Städte ja nicht miteinander verbunden sind, sondern dass ich das aber halt nur so sinnbildlich einfach so als kleine Geschichte haben möchte, versuche ich halt danach zu arbeiten, dass die Städte dann am Ende dann so aufgebaut sind, wie ich mir die halt vorstelle, dass jede Stadt so eine einzigartige Ressource bietet, was die anderen Städte dann mit denen handeln, so einfach. Ich hoffe, man kann das einigermaßen verstehen. Ich glaube, letztes Mal habe ich das ein bisschen besser erklärt bekommen. Aber genau, darum wird es halt gehen. Und das ist eben das Fünf-Städte-Konzept. Jetzt kommen wir mal allgemein zu dem Aufbau der Serie. Also, wie ich es jetzt zum Beispiel nicht gemacht habe, ich habe nicht über die Stadt im Hintergrund, die gerade läuft, geredet, sondern habe euch halt ein Konzept erklärt. In Zukunft wird es halt so sein, dass ich hingehe und mit euch zusammen dann einfach so, ja, ein bisschen erzähle, was ich denn mir so vorgestellt habe, was ich gerade im Hintergrund baue. So, ich möchte das also ein bisschen live kommentieren. Wird auch nicht immer funktionieren. Ich werde auch andere Sachen mit euch bequatschen. Aber so möchte ich das aufbauen. Ich möchte auch nicht jeden Schritt hier immer komplett dokumentieren, ganz klar. Ich möchte einfach ein bisschen dazu quatschen. Und was ich mir denn gedacht habe und was ich vielleicht noch geplant habe. Und möchte auch auf eure Ideen eingehen. Dadurch, dass ich halt 5 Städte baue, werden die halt auch unterschiedlich erscheinen. Es wird jetzt kein wirkliches Konzept beim Upload geben, dass ich einmal die Stadt und dann die Stadt und dann die Stadt und dann die Stadt und ihr wisst, was ich meine, sondern ich möchte hingehen und halt diese Städte weiterbauen, wo ich gerade Ideen habe und je nachdem, was ihr halt auch für Vorschläge bringt, was ich in diesen Städten machen soll, vielleicht als nächstes, werde ich mir das aufschreiben und danach halt auch gucken, okay, was könnte ich mir jetzt gerade vorstellen zu bauen und werde dann die Stadt aufnehmen. Werde da meine 2-3 Stunden vielleicht drinne herumeiern und werde probieren und werde das für euch zusammenschneiden und dann auch nachkommentieren. Also es liegt komplett an euch. Ihr könnt da immer fleißig Kommentare schreiben, was ihr euch wünschen würdet für die vereinzelten Städte. Also am besten immer unter die Stadt, also unter das Video, wo der Vorschlag halt von euch hingehen soll, das drunter schreiben, damit es da nicht zu Missverständnissen kommt. Nicht, dass ihr einen Vorschlag für die amerikanische Stadt unter die europäische schreibt als Beispiel. Das wäre halt nicht so gut. Da blicke ich halt dann auch nicht mehr durch. Deswegen da einfach hingehen und sagen, okay, ich schreibe das eben unter die Stadt, die es betrifft. Und das werde ich mir alles aufschreiben in Textdokumenten. Und werde dann das nach und nach abarbeiten und gucken halt auch, dass ich
hingehe und darauf eingehe. Und dann kann ich das im Nachhinein ja vielleicht auch vorlesen, das Kommentar, was ich dann gerade im Hintergrund baue. Ja, das ist ja dann für mich kein Problem, das kann ich ja so ein bisschen vorbereiten, dadurch, dass ich es halt am Ende dann einfach nochmal, ja, so sozusagen nachkommentiere, wie es jetzt eben hier ist. Ist für mich halt ein bisschen einfacher und habe ich mir halt gedacht, wäre ganz cool, weil wir haben eben 5 verschiedene Städte, die wir bauen. Und das ist wirklich viel. Und wenn ich jetzt jede Stadt ohne Zeitraffer bauen würde, ich glaube, das wäre ein bisschen zu extrem. Und deswegen fand ich das ganz gut, weil es soll ja auch ein bisschen vorangehen. Ich möchte ja auch viel mit dem Geländetool arbeiten, was für mich halt wichtig ist, weil ich das Gelände halt ein bisschen abändern möchte. Je nachdem, wo ich halt gerade baue, möchte ich auch das Gelände abändern, weil es einfach dann ja nicht so wie die Standardkarte aussieht, sondern halt wie was Besonderes dann vielleicht irgendwann. Und ja, mal gucken, wie gut mir das gelingen wird, das Ganze. Aber da braucht man halt auch mit dem Geländetool mal eine ganze Zeit lang. Und da ist es gut, wenn Zeitraffer einfach läuft. Und wenn ich das alles, allein das Gelände hier anpassen teilweise, da hätte ich vielleicht eine Folge rausbekommen. Wenn ich das jetzt hier nicht im Zeitraffer hätte und nicht schneiden würde. Und das ist eben so eine Sache, die da immer ein bisschen schwierig ist. Deswegen werde ich das komplett in Zeitraffer machen. Auch solche Dinge, wie ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, dass ich da einfach hingehe und so einen kleinen Park aufbaue mit euch zusammen. Das möchte ich halt auch zeigen. Das war auch einigen wichtig. Und so wird es halt geschmückt sein. Jetzt am Anfang habe ich mich darauf konzentriert, dass ich halt mein Minus durch die ganzen Straßen, die ich platziert habe und dadurch, dass ich keine Einnahmen hatte, halt nur Ausgaben hatte, das wieder auszugleichen. Deswegen habe ich ja erstmal provisorisch ein Industriegebiet gebaut, damit die Leute Jobs haben. Und ja, irgendwann werde ich dann hingehen und werde halt spezielle Bereiche in jeder Folge umbauen. Also das ist ja komplett erstmal der Start gewesen, also wie halt alles beginnt. So die ersten Einnahmen, die ersten Einwohner und danach wird es halt losgehen, werde ich vielleicht das nächste Mal als Beispiel einfach das Industriegebiet komplett bauen oder nicht komplett, aber halt so den Anfang und dann wird es halt wieder das nächste Wohngebiet gehen kommen und so möchte ich das halt weiter fortführen. Also ich hoffe, dass man das so einigermaßen verstehen kann, wie das dann aufgebaut sein wird und ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefällt, weil mir persönlich muss ich sagen, macht dieses Konzept unglaublich viel Spaß. Mir hat auch die Planung sehr, sehr viel Spaß gemacht schon. Das fand ich einfach cool. Und ja, für mich ist da die Abwechslung da, für euch ist die Abwechslung da. Und ja, durch eure Kommentare könnt ihr so ein bisschen mitentscheiden, was vielleicht die nächste Folge dann sein wird, also aus welcher Stadt. Und ja, das möchte ich einfach so ein bisschen aufbauen. Ich habe natürlich auch ein paar Vorzüge. Ich habe mir überlegt, was möchte ich mir denn kaufen, was nicht. Hier seht ihr das zum Beispiel im Geländetool. Sehr schön. Genau, da habe ich mir halt überlegt, wie ich das machen möchte und habe mich dazu entschlossen, komm, wir gehen hin, so das Gelände bezahle ich nicht, was ich umarbeite, aber so meine Stadt möchte ich trotzdem funktionell gestalten, das heißt, ich möchte da gucken, dass sie halt funktioniert, dass ich da jetzt nicht mit dem unendlich Geldmod zum Beispiel arbeite, sondern dass ich da wirklich auf die Einnahmen auch angewiesen bin, die meine Stadt macht. Das heißt, ich muss halt auch optimieren und gucken und hin und her. Und das finde ich ein guter Aspekt, der gefällt mir halt und deswegen möchte ich das so machen. Und habe mir halt aber gesagt, komm, 81-Teile-Mod ist aktiviert, damit ich halt frei wählen kann, wo ich bauen möchte. Die Errungenschaften sind frei, das heißt 700.000 habe ich von Anfang an. Und ich habe halt alle Gebäude, so das ist in jeder Stadt gleich, da habe ich alles schon vorbereitet, das möchte ich halt so machen, war mir halt ein wichtiger Punkt in der Hinsicht, weil gerade auch durch die Gebäude ich halt nicht darauf angewiesen sein möchte, welche Straßen ich baue, sondern ich möchte frei entscheiden können, weil ich ja auch ein bisschen auf Optik baue, aber im gleichen Atemzug möchte ich halt auch, dass meine Stadt gut funktioniert und dass ich halt auch über die Runden komme mit dem, was ich baue. Also muss ich gucken, dass die Steuern passen, dass die Einnahmen passen. Also ich kann nicht komplett bauen, was ich möchte, sondern ich muss mich da auch ein bisschen nachrichten, was ich baue. So, ich glaube, ich habe genug erklärt. Ich hoffe, euch gefällt das Konzept. Ich wünsche euch viel Spaß und mal sehen, was in der nächsten Folge für eine Stadt kommen wird. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.